Vermeintlich superstarke US-Arbeitsmarktdaten, steigende US-Aktienmärkte. Donald Trump wähnt sich jetzt in einer Position der Stärke und will offenkundig den Preis für den Deal mit China nach oben treiben. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ja, es ging zunächst mal los, schon positiv, kurz vor Eröffnung der europäischen Märkte, die Nachricht, dass China die Zölle für Sojabohnen und Schweinefleisch wieder kassiert, abschafft also. Und das hatte zunächst mal wieder für ein Hurra der Algorithmen gesorgte an den westlichen Finanzmärkten. China selbst sagt, das hat überhaupt nichts mit den USA zu tun, hier in einem Artikel der Global Times, sondern das sei einfach dem Mangel geschuldet, den man an Sojabohnen und vor allem an Schweinefleisch habe. Nach wie vor gelte, und das hat Peking heute nochmal durch die Global Times vor allem klar gesagt, wir importieren nur das, was wir wirklich importieren wollen. Es macht keinen Sinn, auf Halde irgendwelche US-Produkte zu importieren und sich damit völlig abhängig zu machen von den USA, macht aus Pekings Sicht auch nicht so wirklich Sinn. Aber die Algorithmen haben sich gesagt, super Nachricht, die Chinesen haben das abgeschafft, das ist ganz, ganz toll. Dann kamen die US-Arbeitsmarktdaten und die Party war groß, vor allem hier bei Donald Trump. Great Jobs Report, da ganz toll alles. Maria Bartiromo von Fox, die ihm sehr gewogen ist, sagt, was für ein toller Arbeitsmarktbericht, vor allem im Bereich Manufacturing, also im Bereich des produzierenden Gewerbes. Aber so toll ist das nicht, nämlich eine glatte Null, denn 46.000 Stellen sind durch General Motors dazugekommen jetzt im November. Das waren aber Jobs, die vorher schon besetzt waren. Dann sind die Herrschaften in den Streik gegangen, haben dann diesen Streik beendet und die Jobs wieder angetreten. Mithin sind das also keine neuen Jobs. Und wenn man diese 46.000 abzieht, dann haben wir null in Sachen Manufacturing. Und das sieht man hier dann auch nochmal in einer anderen Grafik. Die Jobs, die da hinzugekommen sind, die waren fast ausschließlich im Bereich Education und Health, also Gesundheitswesen und Erziehung. Während der Trend der anderen Jobs ohne Education und Health nach wie vor nach unten weist, wie gesagt, heute eigentlich eine Nullnummer. Würde man dann, wie David Rosenberg sagte, die etwa 100.000 Stellen abziehen, die wahrscheinlich durch kurzfristige Jobs rund um Thanksgiving entstanden sind, dann dürften wir faktisch so etwas über 100.000 gewesen sein. Auch okay, aber eben nicht diese Blowout-Number, die Maria Bartiromo hier vermutet. Also es ist natürlich ein guter Bericht gewesen, zumal die Sorge vorher da war, dass nach den schwachen ADP-Daten, nach den ISM-Daten, wo die Beschäftigungskomponente sehr schwach war, dass hier die Dinge sehr, sehr schlecht laufen. Aber ob das jetzt wirklich ein Beweis des Narrativs, der Erzählung ist, dass die US-Konjunktur so großartig dasteht, wie die amerikanischen Finanzmedien das darstellen, das wage ich mal zu bezweifeln. Warten wir mal ab, wie dann die Revisionen reinkommen, wie der nächste Jobs Report im Dezember reinkommt. Das wird dann erstmal zu sehen sein. Schauen wir uns mal an, was dann in Sachen Handelsdeal noch passiert ist. Das ist ja eigentlich jetzt noch die Gretchenfrage für die Märkte. Wir hatten heute Larry Kudlow, zunächst bei Bloomberg, dann bei Fox News. Kudlow hat gesagt, ja, also es ist so, wir sind ganz eng in der Verhandlung mit China, aber wir müssen die Delegaten fragen, da müssen wir uns noch irgendwie einigen. Und dann hat er den Satz gesagt, der Trump ist nicht bereit, den Deal mit China zu machen. Subtext, Trump will den Preis erhöhen. Trump will, dass China sozusagen jetzt Bekenntnisse liefert. Er hat dann in dem Fox-Interview gesagt, auch wir warten noch auf Paperwork, wir warten also noch auf Unterlagen, auf Übersetzungen. Und es sei ihm nicht bekannt, dass jetzt eine Delegation sich treffen wolle, der USA mit der chinesischen Delegation. Also nach wie vor eigentlich alles ziemlich unklar. Und offenkundig wähnt sich eben Donald Trump jetzt in einer Position der Stärke. Warum soll er innerhalb der jetzigen Zeit, warum braucht er diesen Deal, wie alle immer sagen? Aus Trumps Sicht braucht er den nicht. Er ist ja ein Fan von Zöllen, das hat er öfter gesagt. Und langsam wird es ein bisschen knapp mit der Zeit. Entweder er wird die Zölle verschieben, wird sagen, naja, die Gespräche laufen ja so toll, aber wir haben es noch nicht geschafft, einen Deal zu machen. Oder er wird die Zölle dann doch einführen und dann hilft auch ein guter Arbeitsmarktbericht den US-Aktienmärkten und vielleicht auch dem DAX auch nicht sehr viel weiter. Aber wir werden sehen, wie es kommt. Schauen wir uns dann nochmal an, was die Märkte in Reaktion auf Kudlow gemacht haben. Da ging es zunächst mal runter. In vielen Handelsplattformen war plötzlich der Handel ausgesetzt, weil da ziemlich Schmackes plötzlich drin war bei den Aktienmärkten, weil Kudlow eben gesagt hat, Trump will den Deal jetzt nicht oder ist nicht bereit für den Deal. Und dann wurde das sofort wieder nach oben gekauft.
weil man sich sagt, naja, das wird schon mit dem Deal. Bisher ist es allerdings noch nie mit dem Deal etwas geworden, aber diesmal ganz, ganz sicher. Schauen wir uns noch ein paar andere Dinge an, die heute von Relevanz waren in Sachen Fed vielleicht abschließend, bevor wir dann zu den europäischen Dingen kommen. Hier sehen wir das QE4, das nicht QE4 heißen darf, der Fed. Da haben wir einen Anstieg der Bilanzsumme der Fed, der deutlich schneller, deutlich höher ist als der beim QE1, QE2, QE3. Und das in einer Situation, wo ja angeblich die US-Wirtschaft so stark brummt. Warum macht die Fed das? Warum muss sie den Repo-Markt so massiv stützen? Warum muss sie dreimal die Zinsen senken? Warum ist all das erforderlich, wenn die Wirtschaft doch ach so toll ist? Das bleibt erst einmal ein Geheimnis. Das Narrativ der sich erholenden Konjunktur ist vor allem in Deutschland jetzt erstmal ein bisschen zerstört worden. Wir haben heute die Industrieaufträge gesehen. -5,3% zum Vorjahresmonat, größter Rückfall seit der Finanzkrise, seit dem Jahr 2009, und auch zum Vormonat -1,9% war eigentlich ein Plus erwartet worden. Das war schon ein schwerer Schlag in die Magengrube, ist auch der Grund, warum der DAX heute nicht so mitläuft mit den US-Indizes, die sich ja in der besten aller Welten in einem Goldilocks-Szenario wähnen, weil man sich sagt, naja, die Fed wird die Zinsen nicht anheben. Sie wird sie zwar auch nicht senken, aber nicht anheben, ist doch alles gut. Und dann haben wir eine starke Wirtschaft. Wir haben bald den Deal, das ist sozusagen die Dreifaltigkeit derzeit an den Märkten. Nächste Woche wird es nochmal richtig lustig. Da haben wir das Fed-Meeting erstmal nächsten Mittwoch. Dann haben wir die Wahlen in UK. Das wird auch ein Hingucker, das Aramco IPO. Dann haben wir die House Judiciary, das ist also praktisch jetzt das Impeachment-Verfahren, das dann ausgetragen wird im Parlament, im US-Kongress. Und wir haben die Tariff-Deadline. Samstag auf Sonntag würden die Zölle in Kraft treten, wenn jetzt nicht irgendwas kommt, wenn sich nichts ändert. Das ist derzeit Stand der Dinge. Schauen wir uns die Charts an, meine Damen und Herren. Gucken wir mal, was da ist. Da sehen wir die grünen Kerzen, die Charts von Capital.com. Wir sehen hier 28.026. Der Dow Jones hat es also wieder über die 28.000er Marke geschafft. Ähnliches Bild bei S&P, 3.100 knapp 50. Nasdaq, der freut sich bei 8.396, noch ein bisschen entfernt von den Ständen Anfang Dezember, aber nicht mehr viel, während der DAX, naja, doch etwas weiter weg ist. Wir sind bei 13.179 aktuell, eben mit angezogener Handbremse. Ja, es ging nach oben, aber da waren wir jetzt schon kürzlich, wo wir heute sind. Eben weil die deutschen Daten so miserabel waren. Was machte der Euro? Der hat natürlich ein bisschen Druck gekriegt nach den US-Arbeitsmarktdaten. Wir haben gesehen, dass die US-Staatsanleihenrenditen gestiegen sind, weil man eben sich sagt, naja, Zinssenkungsfantasie ist jetzt erstmal raus. Möglicherweise ist da eher was nach oben drin in Sachen Zinsen. Das stärkt natürlich den Dollar. Das schwächt auch Gold, das jetzt bei 1460 in diesem Unterstützungsbereich ist. Und wir haben das amerikanische Crude Oil knapp unter der 59-Dollar-Marke, weil die OPEC das will oder das andere will. Produktionskürzung 500.000, aber das hin und her bedarf eigentlich keiner weiteren Kommentierung. Also, nächste Woche wird nochmal richtig aufregend. Ist jetzt der Beweis angetreten, dass die US-Konjunktur gut läuft? Da würde ich ein großes Fragezeichen noch dahinter setzen. Schauen wir mal auf die vergangenen Daten, ISM-Indizes etc., ADP, das war alles miserabel. Heute eine sehr gute Headline-Zahl. In der Summe muss ich eben noch zeigen, wie die Zahl einzuordnen ist. Und der Handelsstil ist nach wie vor die Gretchenfrage, die nicht gelöst ist. Da muss was kommen. Eingepreist ist der Deal. Wenn er nicht kommt, dann wird es nochmal richtig spannend. Jetzt wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende und sage Servus und Ciao.